Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Herrin. Letztens hier stehen geblieben. Wir haben angeblich diesen Origami-Kille gefasst. Nur, es ist ein bisschen obviously, ober her, das ist, mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt kommt eine Kampfszene, Leute. Ihr habt, der Übergang könnt ihr euch denken. Schnappt ihn und jetzt geht's unter den Kragen. So, oh no, oh fuck, in meinen dicken Bauch. Shit, okay, oh, hopp. Don't touch me. Oh, links, rechts, Kreis. Oh, rechts, links, rauf, in die Eggs, komm, hau in die Eggs, hau in die Eier, rechts, so in die Eggs, yes, das ist gut, spuck ihn ins Gesicht, ich spuck dir ins Gesicht und blende dich, okay, Dreieck, Kreis, eins, oh Moment, es ist ein bisschen sehr, sehr leise, also, in my opinion, so, geht weiter, was ist jetzt, okay, so, okay, don't touch me, okay, in die Kniescheiben, oh, okay, und jetzt, links, Paint, ha! War ich nicht Leonardo da Vinci, kann nicht total gewesen sein. Rechts über die Bank. Und jetzt, so ihr Wichser. That's how we roll. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Können Sie meinen Vater? Ein Penner. Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Aha. Und ich? Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby. Nicht ich. Ja, mit denen sprechen wir uns noch, Leute. Den killen wir. Der ist weg. Wir sehen uns noch, Freundchen, gell? Deine zwei Bodyguards. Also, er schaut noch weiter seine Fernsehserie. Die hat er anscheinend sehr, sehr gerne, ne? Ladezeit übersprungen. So, okay. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir spielen jetzt wieder unseren Hauptfiguren, den Ethan, und müssen die zweite Prüfung ablegen. Und wir sind bei der Prüfung gestanden. Sind wir bereit zu leiden, um unseren Sohn zu retten? Sind wir das? Naja, okay, die Prüfung werden wir auf jeden Fall schaffen. Das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Das schaffen wir. Keine Sorge, gell? So, okay, also sieht aus wie eine Fabrik. Und es regnet wieder. Das heißt, es ist nicht gut für unseren Sohn, weil unser Sohn ertrinkt langsam, aber sicher. Okay, eine baufällige Fabrik, wenn ich das so gesehen habe. Was zur Hölle soll ich hier? Oh, warte mal, da ist ein Schmetterling. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ein Kraftwerk, das ist ein Schmetterling. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Das steht noch da. Was? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Ja, was hätte der Origami-Killer da? Wohin soll ich jetzt? Das muss ein Hinweis sind Schmetterlinge. Geben. Das habe ich gesehen. Irgendwas. Okay. Das sind Schmetterlinge. Schmetterlinge sind ein Hinweis. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Okay, das ist natürlich ein Hinweis. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Einen Schmetterling, der ist ein Auto. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Und muss ich hier rauf? Oder kann ich hier rauf? Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr. Okay. Okay, ich ahne nichts Gutes. Okay, ich glaube, da kann ich durch, oder? Oder? Kann ich hier durch? Ja, perfekt. Okay, eins, ich hoffe nicht, dass ich zu viel drücken muss. Kreis. Okay, das war noch easy, okay. So, okay, also sind wir mal so reingekommen und runter. Mutig in die Falle. Oh, okay. Also zurück kann ich aber immer noch, ich könnte mir das überlegen. Ich kann auch wieder zurück. Nee, ich hab's keinen Bock. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Okay, es muss einen Weg ins Gebäude geben. Okay, schau mal. Aber das Kraftwerk ist noch in Betrieb, wenn ich mir das vorne ansehe. Okay, das ist der Haupteingang. Der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Der ist wahrscheinlich zu. Ja, natürlich ist der zu. Wäre auch zu einfach gewesen, okay? Vielleicht finde ich einen Eingang, wenn ich um das Gebäude herumgehe. Genau, schauen wir mal. Okay, so. Okay, also Kraftwerk läuft noch. Der Haupteingang ist versperrt. Und ist anscheinend irgendwo mit... Irgendwo muss es noch einen Eingang geben. Er wird volle Pulle betrieben, wenn ich mir die Blitzer hinten anschaue. Das ist, ich weiß nicht, ob das normal ist, dass das Kraftwerk so leuchtet. Wahrscheinlich eine LAN-Party in der Nähe oder so. Okay, kann ich... Ja, da kann ich durch. Da ist nur Stacheldraht. Oh, fuck. Okay, gut. Also ich dachte immer als Kind, wenn ich den Stacheldraht berühre, tue ich mir immer weh. Aber da sind ja nur so Zacken dazwischen. Und das sind die wehtun. Stacheldraht... Irgendwo muss man durchkommen. Ich rette dich noch nicht. Ich hab keinen Bock. Okay. Nein, ich rette. Nein, okay, gut. Okay, wir retten. Wir retten. Geht nick. So. R1. R2. Und durch. Perfekt. Ah! Oh, shit, ich blute. Jetzt habe ich aber hier ein Blutdings hinterlassen. Wenn mir jetzt die Polizei folgt, hat die mich. Weil das ist ja... Das darf ich ja nicht. Das ist ja Einbruch.
Und das Ding läuft doch noch. Ah, ich muss darüber. Na, Gott sei Dank nicht nur das Kraftwerk, ne? So, okay. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Ja, das sieht doch das blinde Auge, oder? Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt nach dem Geräusch nachgehen. Das sieht man doch. Dass das... Ja, dass auf jeden Fall da irgendwer Strom bezieht. Und wenn das so blitzt, glaube ich nicht, dass es natürlich ist. Der Kraftwerk sollte nicht leuchten. Das sollte ja... Ja, die Glühlampe erleuchten. So, okay, wir sind im Kraftwerk. Okay, gut. Da sind nämlich die komischen Türen. Ein Eiskasten, so eine eigene Eiskästchen. Die ist aber auch hübsch. So, okay, oder muss ich... Okay, das ist das Einzige, mit dem ich interagieren kann. Ich muss da rein. Im Prinzip könnte ich auch gleich Lebwohl sagen. Also da rein würde ich nie gehen. Ich meine, das ist auch nicht mal ein Hinweis, dass ich da rein muss. Jetzt mach die Scheiße auf. Nein. Oh shit. Oh shit. Okay. Whoop. Oh, ein Streichholz. Streichholz. Das nehmen wir zur Sicherheit mit. Weil wir können uns hier eine Kerze anzünden und dann die Madison. Vielleicht steht die ja auf enge Gänge. Okay. Okay. Ist besser. Okay. Gut, dann nehmen wir mal Kreis. Also, der kraxelt halt jetzt wirklich hinein. Obviously. Okay, so, wo müssen wir hin? Wir sind jetzt in den engen Gang. Gut, aber gut, da ist ein Streichholz, das ist natürlich ein Indiz dafür. Fuck. Gut, jetzt sind wir ziemlich im Arsch, merke ich gerade, weil raus kommen wir auch nicht mehr. Ne? Also, so wie es reingeht, kommen wir nicht raus. Okay, also geht's nur nach vorne. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Ja, Mann, das ist Selbstmord. Du hast recht, Mann, aber jetzt bist du im Arsch. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes oh, Gefühl. Oh shit, okay, hier sind Glassplitter. Da, ah! Aber du hast eine Jacke an, Mann. Also auf die Jacken sollte das nicht gehen. Warum stehen die so? Glassplitter liegen doch. Okay, so. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durch. Okay, also müssen durch. Kein Ganz Problem. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Aber ich hab doch eh eine Jacke. Also eine Jacke ist meines Ansichts nach... Gut, wenn es kein Gilet ist, also ein Gilet wäre ein bisschen zu dünn. Aber der... rechts ist doch der Schmetterling. Rechts. Rechts. Okay, drück mal rauf. Ah, okay, gut. Streichholz activated. Pip. Okay. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Also nach rechts. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ah, okay, also nach rechts. Gut, eigentlich... Oh shit, okay, rechts. Rechts, genau. Ich könnte sie aber so wegschieben. Hallo, du hast eine Jacke an, Mensch. Das ist nicht so heftig. Es ist so dunkel hier. Wo sind die Streichhölzer? In der Hand habe ich sie zufälligerweise. Verdammtes Scheißrohr. Sean wird wegen mir sterben. Nein, wir sind doch im Rohr noch drinnen, Mann. Noch ist nicht alle Tage. So, Streichholz. So, welche Richtung? Links! Wieder aus! Warum wirft es nicht einfach weg? Okay, nach links. Okay, die Musik verdramatisiert das alles. Wer da durchkriegt? Ein kleiner Luftzug. Wenn ich herausfinde, woher er kommt, finde ich vielleicht zum Ausgang. Keine Sorge, das war mal. Okay, wenn ich schneller gehe, dann vibriert der Controller stärker. Ist nicht zusammen. Los, für meinen Sohn, für meinen Letzten. Mein anderer ist eh schon im Arsch. Also, eher in der Motorhaube. Okay, also vorne kann ich nicht. Ich kann nur gerade oder links oder rechts. Okay, wo schauen wir, wo sind wir? So, nach links. Ich hoffe, das ist richtig. Okay, komm, links. Links! Na bitte, geht. Links! Eben. Muss ein bisschen schreien. Das ist Kinderpsychologie. Okay, sind wir da vorne aber richtig? Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. So sieht's aus. Das ist richtig. Aber was ist Ausgang? Ich muss hier raus. Ach komm. Es muss einen Einerseits Ausgang sagt geben. Er sich, ich muss meinen Sohn retten und dann wieder, ich muss hier raus. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. So sieht's aus. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay, so. Und jetzt? Links oder rechts? So, ich glaube, das ist eh schon der letzte Tunnel, oder? Also das letzte Stückchen. Rechts. Okay. Ich glaube, wir sind auf der Spur. Tom Turbo hat sich als Kind bezahlt. Nee, nicht! Nicht umdrehen! Falsche Richtung! Pfui!
Trottel! Umdrehen! Umdrehen! Umdrehen, Mann! Du Idiot! So, okay. Jetzt haben wir uns mal im Kreis bewegt. Ist kein Problem. Wir werden jetzt nach rechts gehen. So, okay. Der Trottel dreht, der dreht einfach um, Mann. So, und jetzt nach rechts. So, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Yay, yeah, da vorne ist der Ausgang. Oh, Experience, Experience, Experience. Perfekt. So, da vorne ist der Ausgang. Perfekt. So, wir sind jetzt draußen, macht keine Mädchen. Da vorne ist doch schon der Ausgang. Kein Problem. Unas Problemas. Wir sind schon draußen. So, war gar nicht so schlimm, oder? Können wir eigentlich wieder zurückgehen und die Karsplitter und eine tolle Vase bauen. Oder ein Mosaik machen. Siehst du? Oh. Okay, kein Mosaik. Oh, okay, das ist sehr blutig alles. Okay, oh shit, schau meine Knie an, Mann. Oh, das wären mehr als zwei Pflaster. Oh ja. Okay, gut. Aber immerhin sind wir irgendwo. Und zurück können wir jetzt sowieso nicht, also geht's nur hier runter. Ich habe sowieso keine Wahl. Sieht fast so es aus. Es gibt keinen anderen Ausweg. Okay. Springen? Oder nicht springen? Naja, was machst du denn sonst? Scheiße. Wenn du kannst, das Rohr kannst du nicht rausgraben. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Ja, aber... Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Stimmt. Und wenn du da unten steckst, oh shit, ey, stell dir mal vor, dann geht's nicht weiter, sag mal, das Rohr ist zu. Oder am anderen Ende, viel schlimmer noch, ist ein Zombie. Ja, dann bist du im Arsch. Weil dann gehst du direkt in das Maul. Oder ein Dinosaurier. Stell dir vor, ein Dinosaurier. Warte, Leute, da denkt man nach, was da für Sachen sein könnten. Warte, ehrlich jetzt mal. Also, Frau Meier wird hier nicht so mit offenen Armen stehen. Oh, shit. Oh, okay, gut. Also, wir sind direkt in die Blitze rein. Also, knapp. Okay, also, wir sind in einen Stromgeneratorenraum. Sieht so aus. Okay, gut. Wir müssen uns aufraffen, weil die Strapazen, also, ich meine, die Rutschpartie war ja schon mal hier heftig. So. Oh, shit. Okay, ich glaube, wir sind in einem großen Kraftwerk gefangen. Obviously. Das beschreibt ganz gut. Also das heißt, sind sie bereit für ihren Sohn zu leiden. Also das beschreibt ganz gut die Mission, ja. Weil chillig ist das ja hier nicht. So, okay. Ich bin so gefuckt. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Oh, mein Kreuz. Oh, wenn ich den voll auf Steiß beim Bekommen. Komme ich vielleicht kann ich das drehen? Stück durch. Okay. Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. So sieht's aus. Ich muss... Kabanga! Oh, nicht dagegen fliegen den Kopf, weil so ein Bomb, dann war's das. So, okay, also, dadurch, okay, Moment mal, wir müssen schauen, wo wir da durch können. Wo sieht denn der Zaun nicht so gut aus? Warte mal, kann ich, Coward? Nee, Coward sind wir nicht, nee. Wir sind keine, Cow ist Kuh und Ward ist sowas, was es in League of Legends gibt, also sind wir nicht, oder? Nee, also, so, gut, dann, okay, da schaut's gut aus, da schaut's schlecht aus. Gut, ich habe, glaube ich, meine Wahl getroffen. Genau, meine Wahl, das sieht man relativ schlecht, aber meine Wahl ist das da. Ich gehe da durch. Ich glaube, da kann... Oh, kann ich da durch? What the fuck? Oh, da blitzt mir... Oh, shit! Oh, fuck, mir hat's voll des Stress. Oh, mein Gott. Okay, nochmal. Ich habe mich verdrückt. Komm, ich darf das nicht verhauen. Dann muss ich den Part nochmal machen. Oh, halt! Scheiße, ich hab nicht 1000 Finger! Okay, kann das wieder weniger werden? Ich bitte möchte, komm, geh zurück. Ich hab doch keine 50 Finger, what the fuck! Okay, nochmal. Ich glaube, ich hol gleich meine Mutter und frag sie, ob sie mir hilft. Ich hab's aber geschafft! Okay, gut, also da kann ich nicht durch. Da ist für'n Arsch. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Fuck, wo muss ich denn dann durch? Da? Da schaut's auch nicht besser aus. Schaut's da besser aus? Okay, vielleicht. Ja, hier schaut's besser aus. Okay. Fuck, hier auch nicht. Ja, wo soll ich dann durch? Und dieses rote Ding kann langsam verschwinden. Ich komme nicht. Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Ja, scheiß auf den Schmetterling. Da sollte ich hin. Nee, wir müssen da durch. Oder da vorne. Ja, lol, wo willst du denn da durch? Da durch?
Ja, genau. Noch behinderter. Oh, was? Das war richtig? Ich muss niesen, Scheiße. Ja, wohin denn jetzt? Jetzt habe ich aber eh schon mal alle Türen, oder? Okay, dann nehmen wir das. Ich sehe nur noch das übrig. Oh Mann, Leute. Oh, meine Nase juckt. Oh, das ist ein Handicap. Okay, das ist das Richtige. Tore! Zunge! Okay, perfekt. Die Zunge läuft. So, wohin jetzt? Ich sehe es nicht. Links? Links wahrscheinlich, oder? Okay, komm! Komm! Reiß dich zusammen! Reiß dich zusammen, Mann! Oh fuck. Was mache ich? Bin durch! Okay. Okay, links oder rechts? Oh, fuck it. Wo gehe ich da durch? Links oder gerade? Das sieht beides für den Arsch. Das habe ich nicht mal gerade. Das geht nicht. Das wird nichts. Oder? Geschafft. Okay. Wir schauen. Wenn ich nach links schaue, wo geht's dann hin? Dann gehe ich wieder zurück, oder? Ich muss doch nach rechts. Da muss ich durch. Genau, da muss ich durch. Okay, I've got this, you got this, my friend is by my right. Okay. Kein Problem. Ich mach das. Kann meinen Herzschlag fühlen. Okay, wir schaffen das. Ich will es nicht verschreien, aber ich hoffe zumindest. Sehr stark. So, was ist rechts? Kann ich da durch? Dreh ich mal. Kann ich da durch? Hallo? Kann ich da durch? Fuck. Links ist... da ist Scheiße. Was ist hier? Warte mal. Hallo? Fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin. Das sieht beides so schwer aus. Okay, wir machen das. Vielleicht wird das was. Oh, das wird nichts. Okay. Das wird nichts. Das sehe ich jetzt. Das wird nichts. Oder? Das wird was! Nope. Das wird nichts. Okay. Das ist zu eng. Ja, fuck. Ich bin umgeben vom Blitz. Das ist ein bisschen unrealistisch, oder? Jetzt sollte ich eigentlich langsam dann zum Schocker von Spider-Man werden. Okay, so. Fuck, da geht's nicht. Also nehmen wir das. Okay, Leute. Ihr wollt. Du hast es gesagt, nicht? Oh mein Gott, Scheiße. Fuck. Oh fuck. Okay, da kommen wir nicht durch. Ja, lol. Oh mein Gott, das ist ein scheiß schwerer Part. Okay, dann zumindest rechts. Waren wir da schon? Hallo? Ah, hier. Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Das sieht man doch nicht. Okay, wir sind fast da, Leute. Wir haben es geschafft. Danach brauche ich eine Tasse Tee. Was heißt eine Tasse? Einen Wok. Ich hätte gerne einen Wok Tee. So, okay. Also, das schaffen wir, Leute. Keine Sorge, ich lasse euch nicht im Stich. Fuck. Ich rutsche ab. Wow, ich bin fast abgerutscht. Ich bin so knapp abgerutscht fast. Okay, schweißige Hände, fuck it. Okay, passt. So, vorne oder? Ja, vorne. Das schaffen wir. Hilf mal durch mit einer Rolle. Wie wir es in Judo gelehrt haben. Kamabanga! Okay, passt. Perfekt. Oh.
Wie ich den Part nenne, weiß ich jetzt noch nicht. Boah, war das schwer. Okay, Loading Video. Okay, also die... Das heißt doch Rose... Roosevelt? Kann das sein? 5-2. Roosevelt? Okay, also ein paar Buchstaben haben wir schon. Die zweite Prüfung hätten wir geschafft. Oh, ich hab Gänsehaut. Sieht man das? Okay Leute, das war Avery. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und natürlich einen wunderschönen Tag, es geht in der nächsten Folge weiter. Leute, das war ein scheiß spannender Part. Ich habe echt nicht mehr geglaubt, dass ich schaffe. Aber ich bin umso froher, dass es mir doch irgendwie möglich war. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde ich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. 3, 2, 1, tschau! Wer hat ein Geschenk für mich? Er ist aber lieb. Dich liebe ich mich. Du bist mein neuer Freund. So, wie heißt du? Ich bin der Dominik. LOL! Du siehst doch so aus! Fuck you, Dominik. So, okay, jetzt geht's weiter. In Bearbeitung? Was bearbeitest du gerade? Ich möchte nur durch. Ich möchte keinen Urlaub planen oder sowas. Den möchte ich hier drin machen, wenn's schön ist. Wenn's heiß ist, dann bleib ich hier draußen. Du hast die Wahl. In Bearbeitung? What the fuck, ist das der Ladescreen jetzt?